kommt jetzt zum Austausch einer Zylinderlaufbuchse. Die alte Laufbuchse wird mit einem Buchsenauszieher aus dem Motorblock herausgezogen. Dann wird der Motorblock gereinigt. Man reinigt die Blockfläche, man reinigt den Bundsitz, die Aufnahmebohrungen und vergleicht die neue und die alte Laufbuchse. Entscheidend sind hierbei einmal der Bunddurchmesser, die Höhe der Laufbuchse. Das müssen wir jetzt so rummessen. Dann der Bundsitz bzw. das Bund an der Buchse. Das Maß der Buchse halte ich fest und messe dann die Bundsitztiefe. Aus diesen beiden Maßen kann ich den Buchsenüberstand errechnen und er sollte bei diesem Motor zwischen 0,07 und 0,1 mm sein. Wenn das alles soweit passt, nehme ich die neue Laufbuchse und setze sie in die Bohrung und überprüfe jetzt noch einmal meinen Buchsenüberstand mit der Messuhr. Ich messe vom Büchsenbund auf den Motorblock. Passt dieses Maß, nehme ich die Buchse noch einmal raus, erneuere die O-Ringe, nehme eine Montagepaste an die O-Ringe und schiebe dann die Buchse mit den neuen O-Ringen in den Zylinder ein. Um ganz sicher zu gehen, könnte ich jetzt noch den Zylinderdurchmesser messen mit einem Innentaster, um zu überprüfen, dass die Laufbuchse sich auch unten, wo die Gummiringe sind, nicht zusammendrückt. Und dann ist die Montage der Laufbuchse erledigt. Sollte es einmal so sein, dass ich nach dem Saubermachen der Blockfläche und der Bundsitze sehe, dass die Auflageflächen nicht mehr in Ordnung sind, da muss halt nachgearbeitet werden. Das müsste dann aber der Motoreninstandsetzer machen, der dann halt die Blockfläche abplant, dementsprechend den Bundsitz nachsetzt und wieder das Maß so hinbekommt, dass die Buchse passend übersteht und der Bundsitz auch im rechten Winkel zur Planfläche des Blockes ist.